Hallo Leute von YouTube, willkommen auf dem Kanal vom Rostumwandler. Ich bin der Karl und heute machen wir an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Der Gebläsekasten ist ja zum Einbau vorbereitet und jetzt bearbeiten wir noch das Luftverteilungsgehäuse. Was ein Wort, nennt man das so? Egal, auf jeden Fall wird es am Ende noch einmal spannend. Denn irgendwas hat wohl nicht so funktioniert, wie vorgesehen. Doch jetzt lehnt euch entspannt zurück, Film ab. Weil das, was hier vorher drauf war, war ein richtig poriger Schaumstoff. Und das hier ist relativ feste. Wenn es fertig ist, zeige ich dann die nächste Szene. Jetzt geht es hier diese Klappe an den Kragen. Ich habe hier meine Spezialfräse, meinen Dremel, und da versuche ich die jetzt mal hier wegzutrennen. Mal gucken, ob mir das gelingt, ohne viel kaputt zu machen. Wenn er dann mal läuft, der hat nämlich einen Kabelbruch. Das ist wieder zusammengeschmolzen. Das war der erste Teil und jetzt kommt der zweite. Machen wir noch die Kanten schön sauber und dann dürften wir eigentlich fertig sein. Sehr schön, das dürfte ausreichen. So kann jetzt die Luft überall hin. Und vielleicht ist auch dieses nervige Gequietsche von dem Überdruck jetzt weniger geworden. Mal schauen. Ich habe auch hier diesen Warmlufttauscher, den Gebläsekasten, vorbereitet. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich hier für eine Dichtung nehme. Und da habe ich mich hier für das gute, altbewährte Hylomat entschieden. Das ist halt ein Universal-Dichtungsmittel, das kann man überall im Motor nehmen. Das ist dauerelastisch, das härtet nicht aus und hält auch hohe Temperaturen aus. Und man kann es irgendwann mal wieder abmachen, falls es im Weg sein sollte. Finde ich klasse. So, jetzt tun wir hier noch die Seiten etwas abdichten, weil die Dichtung hier unten drunter, das hat super funktioniert. Die habe ich passend abgeschnitten. Und jetzt muss aber noch hier rechts und links muss halt noch jeweils, da mache ich ein bisschen PU-Masse drauf. Genauso wie im Gebläsekasten. Die neu entstandenen Verletzungen, sage ich mal, damit das nicht so rumflattert oder Geräusche gibt, da mache ich auch ein bisschen Dichtmasse hin. Kann nichts schaden. Ja, dann bis gleich. Ich bin mal wieder ein Stückchen weitergekommen. Ich habe jetzt hier auch mal den Bereich hier vorbereitet. Diesen Ablaufgummi habe ich schön sauber gemacht. Ich habe hier die ganzen beschädigten Kabel habe ich neu gewickelt, weil das war regelrecht zerfallen. Na? Und weil da komme ich ja nachher nicht mehr so gut dran. Und dann habe ich auch hier unten drunter alles schön mit Wachs eingesprüht. Dass also hier, falls hier Staunässe entsteht,
dass die keinen Schaden mehr anrichten kann. So, dann wollen wir jetzt diesen Gebläsekasten mal einbauen. Das hier ist übrigens dieses Material, was hier übrig ist. Na, das ist also nur noch Brösel. Das war mal so ein Band, was die Kabel umwickelt hat. Und so sieht das überall aus. So, dieses Dichtmaterial hier ist jetzt schön abgetrocknet. Ich habe auch hier die Dichtmasse eingebracht. Die ist inzwischen auch schon sehr gut getrocknet, weil ich habe über eine Stunde gebraucht, um die Kabel abzuwickeln und alles sauber zu machen. Na, also hier rundum habe ich das eingedichtet. Und genauso auch hier drin habe ich das nach unten gebogen. Hier diese Zunge hier, die ist nämlich beweglich gewesen, weil ich das ja weggeschnitten habe. Und habe unten drunter habe ich diese PU-Karosserie-Klebdichtmasse habe ich halt eingebracht und habe dann nachher hier sauber zwei Linien gezogen, damit jetzt hier das abgedichtet ist und keine Luft sich vorbeidrückt und irgendwie in den Innenraum gelangt, unkontrolliert. So, wollen wir hoffen, dass das alles zu Verbesserungen beiträgt. Und dann bauen wir jetzt den Kasten wieder ein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich den hier reingekriegt habe. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe zwar alles hier eingeschweint, aber ich sehe noch, dass die Masse überall rausquillt. Ist also genug drin gewesen. Müssen wir jetzt die Klammern wieder draufsetzen. Oh Mann, hier oben drüber ist richtig Party. So, habe ich das hier überhaupt gerade hier reingekriegt? Also unten sitzt schon mal drin. Hier ist auch schön die Dichtungsmasse rausgekommen und hier auch überall. Das sieht doch sehr gut aus. So, sind wir auch freigängig? Ja, sehr schön. Jetzt können wir hier die Kühlerschläuche wieder drauf machen. Machen wir erstmal oben den drauf, dass wir Unterdruck auf dem System haben. Auch wenn ich das hier unten nicht mal so toll dran komme, aber egal. So, wir ziehen das ab. Zack, Daumen drauf. Ha, es läuft schön in meine Wanne unten rein. Habe ich gut getimt. So, der Schlauch wäre auch drauf. Nur minimal daneben gekleckert. Und wieder der Kampf mit den Schellen. Aber drauf gehen sie ja immer leichter. Das haben wir ja auch schon gelernt. So, die Schelle ist bezwungen. Ich habe den Schlauch nochmal abgemacht und habe dann die Schelle vorher drüber geschoben und habe dann die aufgesteckt. Hatte die Spannzange drauf und dann hat es geklappt. Aber irgendwie tropft es hier jetzt. An dem Regler tropft es irgendwie runter. Das ist aber nicht gut. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass an dem Regler hier irgendwas passiert ist. Das ist mehr als seltsam. Eine filigrane Konstruktion, dass das überhaupt hält. Na gut, ich beobachte das jetzt mal, weil es ist gar kein Druck auf dem System und trotzdem tropft hier Wasser runter. Ich habe eben schon wieder einen Tropfen gesehen gehabt. Na, mal schauen. Jetzt machen wir erstmal wieder den Scheibenwischermotor rein. Aber irgendwie geht's am Ende doch. Und darf man nicht so festziehen.
Hier ist nämlich ein Gummi unten drunter. Und wenn der so ein bisschen rausquillt, dann denke ich, ist es gut. Dann machen wir die Relais wieder hier fest. Das heißt, ich könnte eigentlich mal gucken, wie die Kontakte aussehen. Ja, die können mal ein bisschen Schmierung vertragen. Machen wir wieder ein bisschen Vaseline drauf. Die Platte hatten wir hier auch schon fest. Jawohl. So, dann machen wir mal das Motorsteuergerät wieder drauf. Super, jetzt ist der Stecker vom Scheibenwischermotor ist in die Schiene reingeraten und hat sich da festgesetzt. Sowas. Das haben wir auch dran. Die Relais sind fest, Steuergerät ist fest, der Stecker ist drin. Und fehlt jetzt noch hier der Stecker vom Lüftermotor. Jetzt machen wir direkt einen Funktionstest. Batterie drauf und einmal alles ausprobieren. Und ihr dürft live dabei sein. Erstmal den Motor, der Motor wieder anspringt. Oh ja, ist die Kamera ganz schön rumgehüpft. So, dann machen wir jetzt den Scheibenwischer. Der geht auch in Endposition und läuft. Und jetzt das Wichtigste, der Lüfter. Na, immerhin, quietschen tut er nicht mehr, aber dafür vibriert er jetzt ein bisschen. Aber das war ja auch ein bisschen klar. Man hat ja gesehen, dass dieser Lüfterkorb ein bisschen unrund gelaufen ist. Und vielleicht gibt sich das noch oder wird schlimmer oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal wieder einen Lüfter, der nicht quietscht. Und das ist viel wert. So, dann müssen wir jetzt noch hier die Sachen ein bisschen entlüften. Und dann sind wir im Prinzip erstmal fertig mit der Sache hier. Wir können ja aber noch eine Kleinigkeit machen. Das ist nichts Aufregendes. Aber es gehört halt zur Wartung dazu. Raus mit dem alten, rein mit dem neuen. So, 2,70 Euro hat er gekostet. Da kann man doch ruhig mal einen neuen kaufen. Kleinigkeit aber bringt einiges. Nochmal ein prüfender Blick. Das mit diesen ganzen Kabeln hier, das mache ich dann irgendwann mal später. Weil das ist hier ein Problem. Diese ganzen
dieses Gewebeband hat sich überall abgelöst und aufgelöst. Und durch dieses Öl, was hier besonders dran kommt, ist das zerbröselt. Oder hier hinten in der Ecke war ja alles zerfallen, das habe ich ja schon gezeigt. Und ich habe das jetzt nur an der Stelle gemacht, wo man halt nicht mehr so dran kann, ohne hier alles Mögliche wegzubauen. Und die restlichen Sachen mache ich dann irgendwann mal später. Weil das war heute wieder eine ganz schöne Aktion. Ich habe ja viel nicht gefilmt, weil das einfach ziemlich lange gedauert hat, wie der Kampf mit der Schelle da unten. Das war also echt wirklich ein Kampf gewesen. So, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause und ihr könnt in einer Sekunde weiterschauen. Ich bin schon mal ein Stückchen weitergekommen. Ich habe die Scheibenwischerarme wieder dran geschraubt. Das war sehr hilfreich mit den Klebebändern. Da konnte ich auch sehen, ob ich die Wischerarme richtig zugeordnet habe. Und dass die Position wieder stimmt. So, Batterieterminal haben wir auch wieder festgeschraubt. Und natürlich hier alles nochmal überprüft. Jetzt mache ich nochmal den Motor an und tue hier den Heizungslüfter, den Wärmetauscher hier entlüften. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig für heute. Ich muss hier wieder mein tolles Rohr hinten an den Auspuff machen, damit die Auspuffgase nach draußen gehen. So, hör mal auf. Ich musste jetzt hier leider den Motor ausmachen, weil hier tropft ganz schön viel Wasser raus. Ich weiß es noch nicht genau, wo es herkommt. Das könnte hier der Flansch zwischen dem Ventil und dem Heizungskühler sein. Oder auch der Heizungskühler selber. Also irgendwas ist da undicht geworden. Das war vorher nicht. Und der Sache muss ich erstmal auf den Grund gehen. Das bedeutet, ich muss jetzt hier zumindest das Motorsteuergerät nochmal ausbauen. Und hier muss ich dann halt versuchen, dieses Thermostat mal, dieses Ventil hier einmal lose zu schrauben und nachzuschauen, wo das Problem herkommt. Ich habe ja noch das Ersatzteil da. Da schaue ich mir das mal zuerst an. Und dann finden wir schon eine Lösung dafür. Okay. Dann schauen wir mal. Da das jetzt relativ aufwendig war und ich halt nicht mehr so Zeit habe, weil wir haben schon fast 0 Uhr, habe ich jetzt einfach mal das andere Ventil hier eingebaut und habe vorher alles schön abgewischt und sauber gemacht und habe hier diesen Flansch an dem Wärmetauscher, habe ich genau mir angeguckt, mit dem Spiegel von allen Seiten, habe dran gebogen und gezogen und konnte so keinen Riss oder einen Haarriss feststellen. Aber dieser Heizungsregler hier, ich kann nicht sagen, was mit dem ist. Vielleicht ist hier das Lager undicht. Auf jeden Fall war der O-Ring ganz schön geplättet. Und bei dem anderen sah der O-Ring besser aus. Der war etwas höher gewesen. Und ich kann nicht sagen, ob hier irgendwie... Es scheint irgendwie eine andere Ausführung zu sein, weil hier so eine Kerbe ist, hier an dieser Stelle hier, auf der linken Seite. Das war bei dem anderen nicht. Und habe halt jetzt ganz sorgsam, habe ich das jetzt hier zusammengebaut. Und jetzt lassen wir nochmal Probe laufen, tun nochmal entlüften. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt dicht bleibt. So, wir drehen die Entlüftung auf. Ja, es kommt Wasser raus.
putze ich das Ganze hier nochmal ab. Es war ja auch so schlimm gewesen, dass wenn man den Flansch bewegt hat, dass dann halt richtig angefangen hat zu laufen. Ja, und bevor ich das in Betrieb genommen habe, hat es ja schon getropft, obwohl gar kein Druck auf dem System war. Na gut, wir beobachten jetzt die Stelle und schauen mal, was passiert. Lassen wir den jetzt wieder ein bisschen warm laufen. Genug Kühlwasser ist drin. Schraub mal den Deckel wieder drauf, dass das System Druck aufbauen kann. Und jetzt beobachten wir das Ganze mal. Da habe ich noch eine Frage zwischendurch. Weiß jemand, was das hier für ein Teil ist? Weil das tickert auch die ganze Zeit. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass ich während der Fahrt immer so Tickergeräusche aus dem Armaturenbrett gehört habe. Aber in Wirklichkeit ist das dieses Ding hier. Das hängt irgendwie am Unterdrucksystem und wird wohl vom Motorsteuergerät angetaktet. Das hängt auch hier in so einer Gummihalterung. Aber scheinbar ist das so laut, das Geräusch, dass das hier an dieser Spritzwand übertragen wird. Und dann hört man das im Innenraum. Gut, ich unterbreche jetzt die Aufnahme und lasse den Motor erstmal warm laufen. Und dann schauen wir nochmal. So, ich habe jetzt hier gerade Probelauf. Es ist schon hier auf 90 Grad. Ich hoffe, der Kühlerlüfter springt gleich an. Aber Scheibenwischer funktioniert sehr gut. Und natürlich die Lüftung. Und das Geile ist, jetzt hört man es vielleicht am Mikrofon pusten, dass jetzt hier warme Luft rauskommt. Das stelle ich runter. Das ist jetzt voll für die Füße. Das merkt man auch, dass es für die Füße ist. Und jetzt kriegt man einen heißen Kopf. Endlich funktioniert der Kram mal. So wie es sein soll. Das ist ja genial. Mal gucken. Ah, man hört schon Pfeifen. Das ist ja dieses typische Polo-Pfeifen. Ah, mal gucken, wie das während der Fahrt ist, ob das da sich anders anhört. So, ich mache das mal wieder aus, weil es ist gerade meine Temperatur wieder runtergegangen. Gib mir mal ein bisschen Gas. Ja toll, ich habe jetzt auch ein cooles Radio drin. Aber die Lautsprecher sind noch Das kommt aber noch. Und die Musik ist natürlich von der YouTube-Bibliothek. Gibt es also keine Probleme. So, gib mir mal ein bisschen Drehzahl, dass er jetzt hochgeht. Dabei kann ich mal ein bisschen mit der Kamera spielen. Ja, die flimmert aber nicht so stark wie die andere mit halbem Licht. Aber sie flimmert ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal, wie es draußen aussieht. Also hier ist jetzt Licht. Zumindest an der Stelle, wo es vorher getropft hat, kommt jetzt nichts mehr raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Lüfter wieder anspringt. So lange warten wir noch ab, damit wir das System mal einmal wieder komplett geprüft haben. Ich hoffe, der geht jetzt an. Nicht, dass er überkocht. Ja, die neue Kamera ist schon cool. Die hat zwar einen ewigen Weitwinkel und man kann sie nicht ranzoomen, aber obwohl ich die ganze Zeit jetzt zittere, merkt man doch, dass das Bild relativ ruhig ist. Na, ist halt eine Steady Shot. Bildstabilisierer ist eingebaut. So, jetzt ist der Kühlerlüfter angesprungen. Merkt man auch, wie schön warm es hier drin wird. Also, das System funktioniert. Dann würde ich sagen, Motor aus und wir bauen den ganzen Gerümpel ja wieder zusammen. Bis gleich. Dann hätten wir es ja für heute wieder geschafft. Auto läuft wieder, alles wieder zusammengebaut und es ist alles besser wie vorher. So muss das sein.
Am meisten freue ich mich natürlich jetzt, dass die Lüftung nicht mehr quietscht und vor allen Dingen, dass an den seitlichen Düsen am Armaturenbrett jetzt endlich warme Luft rauskommt und nicht kalte. Ich habe da nur grob in einem Forum von gelesen, dass wohl sowas geht. Und als ich es jetzt heute auseinandergebaut habe, habe ich gesehen, dass das ja eigentlich ganz einfach ist. Mit einfachen Mitteln, was jetzt wieder mal so rumgelegen hat. Diese Aluschiene, die ich da in den Kasten eingebaut habe, das war wohl irgendwie von der Treppenstufe eine Abdeckung, weil hier liegt so ein bisschen Altmetallzeug rum und da lag die Schiene halt drin. Ne? Und es hat sich halt angeboten, hat sehr gut funktioniert. So, alles fertig, alles erledigt, alles wieder zusammengebaut. Kühlwasser ist dicht, der Kühlkreislauf funktioniert perfekt, so wie es sein soll. Ich bin sehr zufrieden. Und wie sich die neue Kamera geschlagen hat, tja, das werden wir dann sehen, wenn das Video geschnitten wird. Dann werde ich mir das genau anschauen. Wichtig ist, dass ihr was zu schauen habt und dass ihr heute Spaß an der Sache hattet und mitgefiebert habt, weil mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht. Ziemliches Chaos hier. Wir haben schon nach 12 Uhr und das am Sonntag. Jetzt muss ich erstmal Ordnung machen, alles wegräumen, damit dann morgen der Vermieter wieder sein Auto hier reinstellen kann. Es muss so aussehen, als ob ich nie hier gewesen wäre. Na dann wünsche ich euch eine gute Nacht oder auch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Karl. Ciao.